Der Neubau der Polizeiinspektion in der Münchner Straße im Wasserburger Ortsteil Burgau schreitet voran. Wir haben uns auf der Baustelle umgesehen und uns den aktuellen Stand der Arbeiten von Caroline Appel erläutern lassen. Sie ist Bauoberrätin und zuständige Abteilungsleiterin unter anderem für den nördlichen Landkreis Rosenheim am staatlichen Bauamt Rosenheim. Sie weiß, was sich seit dem Baubeginn Anfang Mai 2020 getan hat. Wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich auf der Zielgeraden. Die letzten Vergaben laufen im Moment. Der Innenausbau ist im vollen Gange. Am Schluss kommen dann die Außenanlagen. Und der Einzug wird wie geplant Ende des Jahres schon stattfinden. Die HU Bau wurde 2019 mit 6,4 Millionen Euro genehmigt und wir sind auch derzeit immer noch in den Kosten. Können den Rahmen halten. Beim Bau einer Polizei müssen wir die sogenannten Polizeibaurichtlinien einhalten, die vom Freistaat Bayern aufgestellt wurden. Das heißt, man muss gewisse Sicherheitsaspekte berücksichtigen, wie ein schusssicheres Erdgeschoss. Man hat eine Schleuse, wenn man das Gebäude betritt und ähnliche Dinge. Oder auch hier, dieser Polizeihof ist auch eine Besonderheit. Auch Polizeihauptkommissar Markus Steinmassel zeigt sich zufrieden mit dem Fortschritt auf der Baustelle. Er verteidigt einmal mehr den neuen Standort in der Burgau. Ja, wir sind sehr glücklich mit der Auswahl des Standortes hier. Man muss einfach bedenken, dass wir hier sehr verkehrsgünstig liegen für die Polizeiinspektion Wasserburg, die ja für weitere 11 Kommunen, also mit der Stadt Wasserburg zuständig ist, können wir hier am besten unsere Einsatzorte erreichen. Wir haben es ja gehört, wenn alles klappt, wenn wir heuer noch viel Arbeit auch haben im Umzug. Das ist natürlich auch eine logistische Herausforderung, auch für uns von der Polizei. Der Einsatz muss natürlich 1:1 umgeschaltet werden und ja, wir werden es auch schaffen.